Hallo und herzlich willkommen hier im Textilatelier bei Faser und Stoff. Heute soll es um dieses Hemd hier gehen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich mal wieder einen Blick in die Arbeit im Atelier für euch. Ich möchte euch heute zeigen, was es mit diesem Hemd auf sich hat und was ich daran verändert habe. Denn das ist ausnahmsweise mal nichts, das komplett aus meinem Atelier stammt, sondern eine Überarbeitung. Dieses Hemd habe ich von einem Freund zugesandt bekommen und Eike, ich hoffe, du verzeihst mir, was ich damit gemacht habe und du kommst gut damit klar, wie es jetzt aussieht. Schauen wir uns erstmal an, worum es denn eigentlich geht. Normalerweise mache ich im Atelier ja nicht wirklich viele Reparaturen, zumindest bisher. Ich fange immer lieber von Neuem an, habe den Stoff vor mir und kann daraus auf Maß was fertigen, was dann richtig gut sitzt und passt. Ich habe die Bitte bekommen, dieses Hemd, das in einem wirklich, wirklich schlechten Zustand war und das man vielleicht auch hätte aussortieren können, wieder herzurichten. Das Hemd war an vielen Stellen zerschlissen, es hatte riesengroße Löcher, der Schnitt ist nur in Teilen authentisch, es hatte einen ganz seltsamen Kragen, den ihr gleich noch sehen werdet. Und irgendwie war auch die Stoffqualität im besten Falle zweifelhaft. Man merkt, dass es lange getragen wurde, es ist alles sehr schön beweglich geworden, die Fasern sind weich und anschmiegsam. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich Leinen ist, da es unglaublich warm auf der Haut ist, was man selbst beim Nähen schon gemerkt hat und Leinen eigentlich kühlt. Das würde ganz stark dafür sprechen, dass wir hier ein Baumwollhemd haben, das nur so eine Leinenoptik hat. Ich habe auch gehört, es war ein Kauf vor, ich glaube, über 10 Jahren. Korrigiere mich, wenn es noch länger war. Auf alle Fälle ist das Hemd richtig alt. Wie dem auch sei, dieses Hemd hat einen hohen sentimentalen Wert und trotz all der Mängel, die es hat, ist es wert, dass man es wieder herrichtet, damit es vielleicht nochmal 10 Jahre hält. In diesem Sinne gilt für heute, Mending is Caring und ich zeige euch mal, wie ich mich an so ein doch sehr zerstörtes Objekt annähere und was ich daraus gemacht habe. Legen wir los! Dann legen wir los. Als erstes kommt dieser seltsame kleine und viel zu moderne Stehkragen runter. Der hat es auch wirklich dringend nötig, denn an diesem Kragen, wie ihr hier seht, ist nicht mehr viel ganz. Der ist an der Oberkante schon komplett durchgeschürft. Außerdem ist dieser Schlitz vorne aufgedoppelt worden und nach innen verstürzt. Auch eine Sache, die ich so eigentlich nicht kenne. Also raus damit. Die alten Flicken sind teilweise schon fast runter, teilweise durch und zum Teil haben sich daneben nochmal neue Löcher ergeben. Da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Gerade bei diesem fadenscheinigen Material, das fast von alleine reißt.
An der Front lege ich zunächst unten ein Leinenstück ein, das ich einmal eingeschlagen habe und das jetzt mit Überwendlingstichen von außen unsichtbar festgenäht wird. Die größere Arbeit war danach das Unterlegen der Schulterpartie. Hierzu habe ich ein sehr großes rechteckiges Stück zugeschnitten und ungefähr auf die liegende Breite angepasst, eingesetzt und danach den Kragen passend zugeschnitten. Das Ganze wurde auch hier wieder mit sehr feinen Überwendlingsstichen eingesetzt, sodass es von außen unsichtbar bleibt. Danach habe ich mir dann nochmal die Schäden genauer angesehen, wo jetzt zumindest der Stoff unten drunter schon mal den ersten Halt gibt. Man sieht also hier wirklich starke Löcher, Risse, offene Stellen und auch dazwischen den Stoff, der schon sehr fragil wird, sodass ich hier vermutlich den ganzen Bereich rausnehmen muss. Den alten großen Flicken, der in sich nochmal geflickt wurde, habe ich erhalten, weil ich ihn eigentlich ganz hübsch fand. Und hier, ja, wie auf der anderen Seite, muss man auch nochmal natürlich gucken, inwiefern man die Löcher noch größer aufschneidet, welcher Teil raus muss. Gerade diese kleinen durchgeriebenen Stellen sollten weg. Natürlich habe ich auch hier tatkräftige Unterstützung. Kein Mojito. Ich habe dann also die nicht mehr zu rettenden Bereiche großzügig ausgeschnitten, die Stoffe nach innen umgelegt, dahin, wo quasi schon der unterlegte Leinenstoff ist, und sehr dicht abgesteckt. Um schon mal einen ersten Eindruck zu haben, kommt es hier nochmal auf die Puppe. Und es sieht aus, als wenn alles ganz gut hält. Es bilden sich keine Falten und spannt nichts. Dann kann es losgehen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das sind die Stücke, die ich raustrennen musste, weil einfach das Material in sich nicht mehr stabil war oder wie diese Flicken eben nie umgelegt wurde und damit auch ganz stark ausfranst. Jetzt werden die gesteckten Löcher wieder mit Überwendlingsstichen genäht. Man hätte hier vielleicht auch mit einem sehr unsichtbaren kleinen Punktrückstich arbeiten können, aber ich finde ehrlich gesagt, diese feinen Überwendlingsstiche sehen doch von außen auch sehr, sehr hübsch aus. Also ich finde die optisch sehr kleidsam. Ich hoffe, euch gefallen sie auch. Würdet ihr hier andere Stiche nehmen? Schreibt mir es doch gerne mal in die Kommentare. Als Faden benutze ich übrigens einen Seidenfaden, daher der leichte Glanz. Vielleicht nicht die erste Wahl für solche Reparaturen, aber ich dachte mir, so eine kleine Aufwertung durch einen besseren Faden könnte das Stück doch vertragen. Nachdem dann die Reparaturen soweit fertig waren, haben wir beschlossen, dass wir unten noch kleine Keile an den Seiten einsetzen, um ein wenig mehr Weite zu erzeugen. Dazu muss das Hemd jetzt also das erste Mal an einer völlig intakten Stelle aufgetrennt werden. Das ist allerdings kein Verlust, weil hier seht ihr sehr genau die Overlocknaht, mit der der Stoff eingesäumt wurde und die eben völlig unhistorisch ist. Es ist mir also eine Freude, hier mit dem Auftrenner zur Tat zu schreiten und diese Naht rauszunehmen. Hier haben wir dann noch die Säume. Die sind auch mit Maschine einfach nur genäht, sodass die Naht komplett durchscheint. Und auch die sind an der Kante abgewetzt, abgenutzt und eigentlich offen. Da ist also
eine Reparatur ohnehin dringend nötig und dann können wir auch gleich die Maschinennaht beseitigen und das Ganze von Hand umschlagen. Dazu trenne ich erstmal die alte Naht auf. Wobei hier auch zu sehen ist, wie instabil der Stoff war. Selbst die Teile, die noch ganz aussehen, reißen wie Papier, sobald ich ein bisschen hinkomme. An manchen Stellen sind noch ganz wenige Fasern vorhanden, die das Ganze so ein bisschen festhalten, aber auch das ist nicht mehr stabil. Hier sieht man, wie lang das Hemd getragen wurde. Hier seht ihr jetzt den unterlegten Schlitz und auch noch die Stelle, wo vorher die Naht war. Die wird mit der Zeit, wenn sich der Stoff ein bisschen bewegt, aber verschwinden. Der Hals ist fein eingesäumt und die Löcher sind geflickt mit Überwendlingsstichen außen und unten eben mit dem unterfütterten Leinen. Und ich habe auch diese kleine Stelle hier erhalten. Man hätte ein größeres Stück machen können, aber wir wollten ja zeigen, wie abgetragen das Hemd bereits ist. Hier hinten seht ihr nochmal die Vielfalt von Flicken, die ich möglichst erhalten habe und in den neuen Halssaum mit eingeschlagen habe. An der Seite waren unterm Arm bereits korrekt Vierecke drin und wir haben darunter dann nochmal kleine Keile zur Erweiterung eingesetzt. Damit sollte das Hemd auch die nächsten Kästen Bier noch verkraften. Die Säume sind wie die Flicken mit feinen Überwendlingsstichen vernäht und von außen komplett unsichtbar. Was ihr hier seht, ist noch die alte Naht. Und damit sind wir fertig mit der Reparatur dieses Hemdes. Zuallererst möchte ich nochmal Eike aka Sophies Henker von Keines Weibes Knecht für sein Vertrauen danken und für seinen Mut, mir doch einige Überarbeitungen an dem Stück zu erlauben. Wie gesagt, es ist ein Stück, das schon viel erlebt hat, das viele Jahre hinter sich hat und das jetzt hoffentlich nochmal so viele Jahre schafft. Ich persönlich habe bei dem Stück entdeckt, wie viel Spaß es mir machen kann, sowas richtig runtergeranztes wieder aufzuwerten und zu reparieren. Flicken ist nicht unbedingt nur Mühsal, es kann auch richtig Spaß machen. Ich hoffe, ich habe damit vielleicht auch euch ein bisschen Lust gemacht, eure alten Schäden an Kleidung mal auszubessern, die Sachen, die man seit Jahren mit sich rumschleppt, mal wieder ein bisschen aufzumöbeln und damit auch so einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Hobby zu leisten. Denn der Wert von Kleidung ist nicht nur das, was man am Anfang beim Kauf zahlt, es kann auch das sein, was Kleidung über die Jahre mit euch gemeinsam erlebt und die Erinnerungen, die es in sich trägt. Und die einfach wegzuwerfen, wäre oftmals schade. Gerade wenn sich die Sachen doch trotz großer Schäden am Ende leicht reparieren lassen, wie ihr hoffentlich bei dem Hemd und den zunächst relativ schwierigen, komplizierten Stellen gesehen habt. Wie ich anfangs gesagt habe, Mending is caring, also kümmert euch um eure Kleidung und setzt auch gerne mal einen Flicken auf oder legt was unter, stopft was. Es muss auch gar nicht perfekt und super schön sein. Man kann da auch gerne mal grob arbeiten. Denn wichtig ist, so ein historisches Kleidungsstück ist eigentlich viel authentischer, wenn es repariert ist. Denn wir können von Tragezeiten von 10 Jahren und mehr ausgehen, wenn wir uns über mittelalterliche Kleidung oder frühneuzeitliche Kleidung unterhalten, da der Wert ein ganz anderer war als heute. Und diese langen Tragezeiten mit täglichem Gebrauch sind ohne Reparaturen kaum möglich, wie uns ja auch zahlreiche Funde zeigen. Also von daher, keine Scheu vor Reparaturen und nicht unbedingt austauschen, sondern lieber einen Flicken drauf und vielleicht sogar einen etwas auffälligeren. Es muss nicht perfekt sein, aber es sollte nicht kaputt getragen werden. Zum Schluss noch der vielleicht wichtigste Tipp dabei. Wenn ihr gerade erst am Anfang eurer Darstellung steht oder was eine neue Zeit anfangt oder Stücke habt, die einfach wirklich nicht mehr zu retten sind, macht nicht den Fehler, den man meistens macht und kauft euch billig irgendwas am Anfang, denn nichts werdet ihr länger benutzen als diese schlechten Dinge vom Anfang. Provisorien halten immer ewig, ich weiß nicht warum.
Investiert am Anfang in gutes Hemd. Achtet vor allem bei Hemden auf gutes Leinen, dass es wirklich angenehm sitzt und eine gute Qualität hat, die sich nicht so schnell aufreibt. Möglichst dicht gewebte Stoffe. Ihr könnt immer gerne bei mir anfragen. Ich habe da immer ein paar Tipps für euch auf Lager. Und dann versucht da am Anfang gleich eine richtig tolle Qualität zu bekommen, denn dann lohnt sich die Reparatur ja erst so richtig. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir noch ein Like da lasst. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, sich aber für historische Kleidung, Nähtechniken, Flickarbeiten und Ähnliches interessiert, einmal auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Was mich zum Schluss natürlich immer noch interessiert, wie ist es bei euch? Habt ihr jetzt Lust bekommen, was zu reparieren? Habt ihr vielleicht sogar schon ein paar Projekte im Kopf, an die ihr euch wagen wollt? Und wenn ja, welche? Schreibt es mir in die Kommentare. Auch wenn ihr noch Fragen dazu habt oder noch ein paar Tipps braucht, wie man am besten bestimmte Reparaturen angeht, immer her damit. Ich freue mich, von euch zu hören und hoffe, wir können dann noch ein bisschen drüber reden. Ganz am Ende möchte ich mich nochmal herzlich bei meinen Patreons bedanken, die diese Videos mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen und damit möglich machen, dass ich Zeit im Atelier auch mit dem Dreh von Videos für euch verbringe. Wer das auch gerne möchte, schaut bei Patreon vorbei. Ihr findet mich unter Faser und Stoff. Es gibt verschiedene Unterstützungsstufen und ihr bekommt unterschiedliche Goodies, wie zum Beispiel Behind-the-Scenes-Infos oder Live-Chats oder private Einzelstunden, wo wir uns mit eurer Kleidung beschäftigen. Damit verabschiede ich mich und wünsche euch ganz viel Spaß bei euren Projekten und wir sehen uns wieder im Textilatelier bei Faser und Stoff.